Nochmal hier, mein Küken, und damit recht herzlich willkommen auf meinem größten Kanal zurück zu Jory. Das Telefon klingelt. Ich geh mal rein. Es kann ja nur Jory sein, oder? Claire, did you manage to get rid of these monsters? I restored the heating on this floor. They don't seem to stand the heat. So you have to go now. You must not find my teddy bear. Jory, what a dude that I saw. I was as someone as getting inside my head. You are here reading in this office. She would force me to work here for hours, but every time she turned her back, I should read stories. I know, but they can teach you a lot. It's a lot more interesting than doing homework. Explain to me what Kalkulation? Magst du Mathe? Ich bin nicht schlecht. Es ist sehr schwierig. Jory? Die Eule lebt! Gurgur! Die Farbe ist verschwunden! Da stand... A train was fake. Moment. A lemon scent is coming from the sheet. Ein Zitronengeruch. A train, da stand ein Zug. Ach du Scheiße. Ja, was willst du mir jetzt sagen, du? Divide the minutes. Dividiere. By 60 to get the result. Dezimal heißt es Dezimale. Multipliziere die Dezimal. Hallo David, es ist meine letzte Hoffnung. Merkt ihr das mal bitte? Also wir müssen... Ich habe wieder kein Blatt hier. Dividiere. Minute 60 gleich Dezi
Und dann Multipli Dezi sechzig gleich Minuten. Ein Rätsel, das mich einmal wieder hier fragen. Irgendwas Unlösbarem stellt, das sage ich jetzt gleich. Was will die hier? Möchtest du eine Spritze? Keiner möchte eine Spritze. Das ist eine Reisegeschichte. Wir müssen also Jetzt stellt sich ja die Frage. Jetzt ist halt die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben jetzt noch 4 Minuten, wo es warm ist. Und solange es warm ist, ist alles gut. Das hat. Dunkel Schutt. Ist alles dunkle Schutterei. Hier diese Bücher kann ich nichts diese hier. Ja, warum sind. Ich hab gleich vielleicht angeordnet wie eine Zahl oder so. Mal Bild angucken. Kann ich nicht. Vielleicht kann man dann das wären 59 Minuten. Das sind 59 Minuten, wo jetzt übrig sind. Ich bräuchte einen Taschenrechner. Ich habe aber keinen Taschenrechner jetzt. 59 durch 60. Wäre das eine Lösung? Weil 9. Oder heißt es 54? Ich weiß halt nicht, wo jetzt die Uhr steht. 54. 56. Wenn es jetzt 4 nach 11 wäre. Aber was mache ich dann damit? Ich gehe mal in den Keller, mache mal wieder. Nein, ich kann ja noch gar nicht heizen.
muss ja warten, bis es wieder kalt ist. Mal schauen, ob ich mal wieder was kaufen kann. Health kann ich keine kaufen. Stamina kann ich mir natürlich auch nicht kaufen. Hier ist auch nirgends was. Hier auch nicht. Und hier kommen wir rein, gell? Und da fehlt uns ja noch was, ne? Wir müssen wieder in den Keller. Finde ich immer cool, dass dann diese Zwischensequenz kommt. Wir waren jetzt im zweiten Stock. Dass dann die Zwischensequenz auch kommt und uns darauf hinweist, dass es wieder kalt wird. Aber Leute, ich denke, wir kriegen noch drei, wenn mich nicht alles täuscht, kriegen wir noch drei, vier Zahnräder. Ein gelbes, ein grünes und ein blaues. Schnell mal wieder hier arbeiten. Ne? Jetzt haben wir 12 Minuten Zeit, so lange zu farmen. Wir gehen in den dritten Stock. 12 Minuten, so lange warm ist. Und solange warm ist, kommen, glaube ich, auch keine Zombies. Come out. Mann, ich wollte doch die zwischendurch die Maus nehmen. Maus. Mist. Ruhe. Stamina. Sollst du nicht verstecken, Baby. Der Pilz. Der war ja ziemlich heftig, oder? Würde ich mit dem Plan laufen. Da ist ja nur der Turntable. Aber Bücher gibt's ja auch noch keine. Wir gehen wieder raus. Ich darf nicht zu viel rennen, weil wenn ich meine Stamina gebe oder nach unten. Stamina.
Ich hab nur noch 15. The door is locked. Heiligsbrechle. Ja, reiß ins Maul auf. Reiß bloß jetzt zu eins Maul auf. Sie soll sich verstecken. Doofisch. Cool. Ich hab noch viel böse werden. Und es sind nur noch Kinderbilder. Foto negativ, toll. Wir brauchen auch irgendwas, um das wieder hier in Farbe darzustellen. Und überhaupt, wir gehen mal ein Pferd. Fool. Es langt. Sehr schön. Nimm das, bitte. Dankeschön. This fortune teller machine is covered with snow. Und hier schon wieder zu. Ich komme nicht rein. Der Tor ist lang. Mist, ist ja kacke, wenn man keinen Taschenrechner hat, ne? Ich sollte mal den Handy aufladen. Planlos. Das ist der Eisarm. Und hier sieht sie nichts. Hier zeigt er mir auch gar nichts an, nur diese Lampe. Aber ich kann hier auch nichts einfüllen oder sonst was. Irgendwie mache ich mit dieser Spritze. Leute. Ich hatte ja gedacht, dass ich vielleicht mit der Spritze die Farben wieder herstellen kann. Ich gehe nochmal rein. Ich probiere was, Leute. Und warum sagt man jetzt, aber da kann ich nichts tun. Und hier an den Büchern geht ja auch nicht. Also ich denke mal, es kann sich nur um die Uhr drehen. Also heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen rechnen. Aber was mache ich dann damit, wenn ich eine Lösung bekomme?
darauf die Uhr einstellen, vielleicht. Wie gesagt, ich werde jetzt mal zu rechnen beginnen nach dem Video und dann werde ich halt einen weiteren Part machen. Oder er schreibt mir in die Kommentare bis dahin, vielleicht, was ich tun kann. Ja, Freunde, zeitlich passt eigentlich auch. Ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, diesmal dieser Part. Aber mal wieder ein weiterer Part auf unserem langen Weg bei Jori. Das Spiel hat noch so viele Geheimnisse und so viele Aufgaben auf uns oder warten auf uns. Es wird auf jeden Fall noch einige Parts geben. Weil ich möchte unbedingt durchspielen. Aber ich habe nur noch 15 Zähne. Das ist schon schlecht. Was mache ich mit der Spritze? Überlegt euch da mal was. Und was will mir die Eule sagen? Oder der Uhu? I don't know. Das war Jori. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr reinschalten würdet auf meinem Rossi-Kanal. Bewertet doch bitte dieses Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch keinen Abo habt, dann könnt ihr aufs Skript drücken. Press the Head Button to subscribe. Also genieße das Leben, enjoy life, habt Spaß miteinander, pause nicht und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschö und tschö mit dir und viel Glück und euer Rossi-Kanal.